So, und da sind wir auch wieder. So, jetzt haben wir die Chips und dies Kopftuch. Nein, sag mir jetzt nicht, dass das Kopftuch als Klopapier dient. Weil wir Nate ja so gerne mögen. Als Ivo zurzeit. Und ihn für den größten Idioten halten. Weil er einfach abgehauen ist, ohne was zu sagen. Würde mich nicht wundern, wenn wir das tatsächlich nutzen könnten. So, dann feuern wir mal das Ding da rein. Das wäre das. Dann haben wir ein paar Kartoffelchips. Aber Gott sei Dank wächst die Elfenkleidung mit. Das ist Nates Lieblingskopftuch. Ich kann doch nicht... Viel Spaß damit. Also schön. Sesam, öffne dich. Du willst mich wohl verarschen. Ich werde einen Dreck tun und dir verdammtem die in den schieben. Es tut mir leid. Ich sollte mich nicht so aufregen. Noch einmal sachlich. Wenn du jetzt nicht sofort diese Tür öffnest, werde ich dafür sorgen, dass dieses Gebäude 3000 Meter unter uns auf den Felsen zerschellt. Dann werde ich alles auf dieser Insel anzünden und die brennende Insel auf deinen zerbrochenen Körper hinabstürzen lassen. Und danach werde ich wütend. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Geh nicht auf den Dachboden, du dumme Kuh! Oh ja, Erdbeertorte. Oh nein, Schätzchen. Ach, er wird dich nur betrügen. Du bist also dieses Orakel. Gut geraten, Prinzessin Ivo. Du bist kleiner, als ich gedacht habe. Was sollte das mit diesen Opfergaben? Meinst du, ich spiele den Laufburschen für dich? Hast du doch bereits. Ich kann diesen Raum nicht verlassen. Biete eine wertvolle Dienstleistung. Und irgendwer muss ja meine Einkäufe erledigen. Oh, nicht die Tür! Rechts, rechts! Die Piraten haben dich also mit allem versorgt, was du zum Leben brauchtest? So ist es. Aber dann ist der Rote durchgedreht und hat sie mit dem dämlichen Kopf von der Insel vertrieben. Deswegen muss ich mich jetzt mit gefärbtem Zuckerwasser und Ekelchips herumschlagen. Du hast das mitbekommen? Natürlich, ich sehe alles. Aber in der Not... Ja, heirate sie ohne Ehevertrag, das ist bestimmt eine gute Idee. Was für ein Spiel spielst du? Du hast mir im Elfenhain gesagt, ich würde früher oder später hierher kommen. Also, kannst du die Zukunft sehen? Die Spiegel zeigen manchmal die Zukunft oder mögliche Varianten der Zukunft. Warum hast du Wilbo oder den Erzmagier nicht davor gewarnt, was passieren würde? Wie hätte ich auf mich aufmerksam machen sollen? Außerdem beobachte ich nur. Ich greife nicht ein. Ach, lass ihn heulen. Er hat es verdient. Du greifst jetzt ein. Aber nur, weil es unbedingt nötig ist. Oh, ein Schiff! Wir sind gerettet! Ich habe den Frosch bei mir. Den Erzmagier, meine ich. Ich habe den Kampf gesehen. Spektakulär! Das kleine Mädchen und Wilburs Zauberstab. Hättest du das gedacht? Wie können wir Meister Alistair zurückverwandeln? Das ist nicht so einfach. Er wurde nicht einfach in einen Frosch verwandelt. Er ist nun ein Frosch. Geh nicht, Johnny! Sie braucht dich! Aber er kann zurückverwandelt werden? Vielleicht. Sein Bewusstsein und seine Seele sind an einem anderen Ort, aber noch sind sie durch eine schwache Brücke mit dem Frosch und dieser Welt verbunden. Also besteht Hoffnung? Ja, aber nur geringe. Du musst... Bäm! Mitten ins Gesicht! Das tat weh. Und
Wie kann man ihnen helfen? Wie können wir den Geist des Erzmagiers zurück in diese Welt holen? Der rote Pirat besitzt einen magischen Kompass. Er deutet immer in die Richtung dessen, was der Besitzer am meisten begehrt. Im Falle des Erzmagiers hoffentlich einen Weg zurück ins Leben. Im verschollenen Buch der Toten steht, wie man einen Geist zurück in diese Welt rufen kann. Doch ohne einen Lebensfunken wird er sofort wieder vergehen. Ein magischer Kompass, ein verschollenes Buch und ein Lebensfunke. Klingt nicht nach einem Spaziergang. Deswegen habe ich dich hierher gelockt. Oh nein! Nein, nein, nein! Du brauchst sie, Ivo. Du schaffst diese Aufgabe nicht ohne die beiden. Du sagtest, das Buch der Toten sei verschwunden. Gibt es einen Anhaltspunkt, wo es sich befinden könnte? An einem Ort ohne Spiegel, so viel ist sicher. Es wurde in der legendären Wüstenstadt Lorem Ipsum aufbewahrt und ist mit ihr in der Umzu-Wüste untergegangen. Mehr ist nicht bekannt. Lorem Ipsum. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Eine sehr alte Stadt, die irgendwann den Kampf gegen den Sand verloren hat. Ich werde sie aufspüren und in ihr das Buch der Toten. Alles schön und gut. Die Frage ist, kann ich dir vertrauen? Was ist das denn für eine seltsame Frage? Egal, was ich antworte, du weißt es danach immer noch nicht. Vielleicht sagst du mir diese Dinge nur, weil dir langweilig ist und du Chaos stiften willst. Es passiert genug Spannendes auf der Welt. Ich will nur, dass es so bleibt. Wie meinst du das? Verwandle den Erzmagier zurück. Er kann es dir sagen. Ich werde die drei Dinge besorgen und den Erzmagier zurückverwandeln. Alleine. Nein, wirst du nicht. Ich habe eine Zukunft gesehen, in der du scheiterst, Ivo. Eine Zukunft, die du nicht erleben willst. Aber es ist nur eine mögliche Zukunft. Das ist richtig. Aber willst du riskieren, dass sie eintritt, nur weil Nate dir auf die Nerven fällt? Er fällt mir nicht nur auf die Nerven. Ich weiß, es ist... Was? Das ist doch niemals eine wertvolle Antiquität. Also gut. Ich werde die beiden da raushauen. So einfach ist das nicht. Du vergisst den Kopf. Den Kopf der Medusa? Ich habe ihn gesehen. Zum Glück nur durch meine Spiegel. Er ist schrecklich. Wenn du versuchst, Nate und das Vieh mit wehenden Fahnen zu befreien, würde der Rote den Kopf enthüllen und dann kann kein Zauber dieser Welt euch retten. Was schlägst du vor? Du musst die Gerichtsverhandlung gewinnen. Erscheint dir das bei dem Richter nicht ein wenig unwahrscheinlich? Nicht mit der richtigen Verteidigungsstrategie. Den kannte ich noch nicht. Hallo, bei der Sache bleiben. Wie soll ich den Roten von Nates Unschuld überzeugen? Zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass jeder einzelne Anklagepunkt sehr berechtigt ist. Natürlich hat Nate alles getan, was ihm vorgeworfen wird. Aber war es auch seine Entscheidung? Wie meinst du das? Wenn jemand von einem Voodoo-Fluch kontrolliert wird und dann jemanden umbringt, ist dann er der Mörder oder der die Puppe kontrollierte? Den Salat würde ich nicht essen. Was haben Voodoo-Puppen mit Nate und dem Diebstahl der Lampe zu tun? Tritt als seine Verteidigerin auf und sage dem Roten, Nate sei von einer höheren Macht kontrolliert worden. Der Rest wird von ganz allein passieren. Das ist doch verrückt. Vertraue mir, ich kann durch alle Spiegel sehen. Und außerdem liebe ich Gerichtsdramen. Also schön, dann gehe ich jetzt raus und... Psst! Er macht dir einen Heiratsantrag? Tja, danke für deine Hilfe. Gut, hier drin gibt es dann scheinbar nichts weiter, oder? Gut, geh mal raus. Entschuldigung, Herr Richter? Ja? Jedem Angeklagten steht ein Anwalt zu, oder nicht? Ich werde die Anwältin der beiden sein. Tatsächlich? Wieso nicht?
Als Richter ist mir in einem fairen Prozess gelegen. Niemand soll sagen, ich hätte die beiden zu Unrecht zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, ob ich von der vertreten werden will. Klappe! Die Angeklagten reden nur, wenn ihre Anwältin es ihnen sagt. Nun, was hast du zur Verteidigung der beiden vorzubringen? hat einen grundverdorbenen Charakter. Ja. Er ist für seine Handlungen nicht allein verantwortlich, weil er von einer höheren Macht gesteuert wird. Ah, die Voodoo-Puppenverteidigung. Nein, es gibt eine höhere Macht, die ihn, uns alle, kontrolliert, glaube ich. Ja? Achtet auf den Wasserkrug. Das war der Wind. Nein, das war die höhere Macht. Wenn es eine höhere Macht gibt, dann soll sie diese Kokosnuss vom Baum holen. Das ist doch unmöglich. In der Tat. Du, dreh dich um. Deine höhere Macht soll dir verraten, wie viele Finger ich in die Luft halte. Es sind 3 Finger. Das ist Hexerei! Jemand beobachtet uns. Sie wollen uns kontrollieren. Und sie wollen mich um den Verstand bringen. Aber ihr kriegt mich nicht! Das war spitze. Wie hast du das angestellt? Ich weiß nicht. Du meinst, es gibt wirklich eine höhere Macht, die hier alles kontrolliert? Das kann nicht sein. Oh, höhere Macht, wenn es dich wirklich gibt, lass ein grünes Einhorn erscheinen. Siehst du, alles nur Einbildung. Also schön. Befrei mich. Na gut, hol mir den Schlüssel. Komm, Vieh, wir gehen. Wie wäre es mit einem Dankeschön? Ich hab dich nicht darum gebeten. Und wir wären auch herrlich alleine zurechtgekommen, oder, Kumpel? Du hast nun schon wieder. Nein, ich häng schon wieder in der Videosequenz fest. Ich krieg einen Anfall. Ach, das gibt's doch nicht. Oder reicht das? Nee. Scheinbar nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Laden kann man. Kann nur nicht. Ach, nee. Jetzt häng ich hier wirklich in der scheiß Videosequenz fest. Ja, wirklich, ey. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.